Endeffekt ist es egal, wie das Spiel gesehen haben, wir haben verloren. So, das steht unterm Strich da. Null Punkte, Heimspiel verloren. Nervt unheimlich, weil wieder vermeidbar. Es wieder nicht hingekriegt ist zu vermeiden, sondern einmal unaufmerksam gewesen, das 0-1 kassiert. Und das sind entscheidende Aktionen. Wenn du da nicht da bist in der Liga, dann gerätst du ins Hintertreffen, so wie wir heute. Kann man von reden, vier Ballbesitz und all so ein Kram. Wichtig ist, dass wir es auf die Anzeigetafel kriegen. Das haben wir heute zum wiederholten Mal nicht geschafft. Ich denke, dass es auf jeden Fall vermeidbar gewesen wäre, sehr ärgerlich ist am heutigen Abend, weil wir schon von der Qualität eine sehr ordentliche Leistung auf den Platz bekommen, aber dann in den entscheidenden Momenten vorne den Ball nicht drüber drücken, wo die Chancen da gewesen sind, und hinten meiner Meinung nach einmal gefühlt fast nicht aufpassen, und da ist der Ball halt leider auch drin. Von daher maximal ärgerlich für den heutigen Abend, aber am Wochenende geht es schon wieder weiter. Von daher Fokus nach vorne auf das nächste Spiel. Ja, das Spiel ist jetzt nicht mehr zu ändern. Das müssen wir jetzt, so gut es geht, abhaken, unsere Lehren daraus ziehen, weil heute war auch wieder nicht alles gut, sondern es gibt auf jeden Fall weiter Potenzial zu arbeiten, ganz klar. Das hast du Kaiserslautern zu Hause, ist wieder ein Heimspiel. Wir haben jetzt genug Heimspiele verloren, denke ich. Das reicht jetzt. Und dann versuchen wir alles auf Sieg gegen Kaiserslautern. Wie am Ende der letzten Saison, wo es Schlag auf Schlag ging, die Spiele kommen. Und von daher, klar, heute ist es richtig ärgerlich, aber ab morgen gilt es auch wieder, das Spiel gegen Kaiserslautern im Kopf zu haben. Und wir müssen jetzt endlich mal zu Hause wieder die drei Punkte holen, weil ein paar gute Leistungen ohne Punkte bringt uns leider nichts.